Ehre sei dir, o Herr. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa, Herodes Tetrarch von Galiläa, sein Bruder Philippus Tetrarch von Iturea und Trachonitis, Lysianias Tetrarch von Abilene. Hohepriester waren Hannas und Kaiaphas. Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias. Und er zog in die Gegend am Jordan und verkündete dort überall Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. So erfüllte sich, was im Buch der Reden des Propheten Jesaja steht. Eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. Jede Schlucht soll aufgefüllt werden, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden. Was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. Und alle Menschen werden das Heil sehen, das von Gott kommt. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, wir haben am Anfang vom Evangelium gehört, eine ganze Liste von Politikern, die aufgezählt werden. Warum eigentlich? Damit man ganz genau festmachen kann, zu diesen und diesen Zeiten hat das stattgefunden. Es war nicht irgendwo eine Fantasiegeschichte am St. Nimmerleinstag, sondern wirklich ganz real und konkret. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn man es da ein bisschen nachschaut, diese Herrschaften, die hier aufgezählt sind. Das war eine reine Katastrophe. Heute würde man so eine einzige Mafia, wo der schief wird, man schaut, was die alle aufgeführt haben. Und das ist natürlich total hoffnungslos für das Volk. Der Kaiser von Tiberias, das ist so etwas Ähnliches wie heute die EU, das Römische Reich. Wer da jetzt bessere Regierung ist oder war, das möge Gott entscheiden. Dann die Regionalpolitiker, abhängig natürlich von der EU, von damals, vom Römischen Reich. Der Herodes, der Abgesandte, der Pontius Pilatus, der Abgesandte von Rom, der sozusagen der Inspektor war, der selber es verpasst. Die Adeligen, die dort geherrscht haben, Günstlinge von Rom, die halt keine Juden eigentlich waren, sondern von feindlichen Nebenvölkern. Für die Römer ist das eh alles dasselbe. Und auch bewusst den Herodes-Clan zur Herrschaft hingesetzt, weil man wusste, die haben die Juden gehasst und verachtet. Und genauso haben die auch regiert und der Clan hat das Volk halt unter sich aufgeteilt. Ja, und die Hohenpriester, auch eingesetzt von Rom, ohne Würde, käuflich bis ins Letzte, Verräter des Volkes Gottes. Sodass da wirklich schwarz vor den Augen geworden ist, wenn du darüber nachgedacht hast, welche Leute hier in der Regierung sind. Und kein Ende an sich.
wird höchstens nur noch schlimmer. Wie soll das weitergehen? Verzweiflung folgt und die Not war groß. Jetzt hat es natürlich gegeben, gewisse Gruppierungen, die so paramilitärisch aufgestellt waren, die halt dann immer wieder so Akte gesetzt haben, ein paar Soldaten überfallen oder halt aus dem Hintergrund, die haben es dann eh bald erwischt, so kleine Gruppen, aber das war auch keine Hilfe. Also Rastum. Und die Antwort, mit der keiner rechnet, die keiner für sinnvoll erachtet, was bringt das? Was soll das wirklich bringen, wenn man das tut? Die gibt Gott. Und die heißt, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen, was krumm ist, soll gerade werden. Das heißt, bekehrt euch, aber ordentlich, sodass rasch und das weh tut, das wirklich ernst meint, macht's mein Herrgott. Was bis jetzt stattgefunden hat, war ein Kasperltheater. Und deshalb braucht ihr euch nicht wundern, wenn es so ist, wie es ist. Denn jedes Volk hat die Regierung bekanntlicherweise, die es verdient. Und dazu ruft Johannes auf. Und wenn die Menschen umkehren, wirklich Gott und sein Gebot in die Mitte stellen, wirklich zeigen, dass das Heil, das von Gott kommt, ist mir etwas wert. Ich bin wirklich bereit, Konsequenzen zu ziehen, weil darauf setze ich meine Hoffnung. Und dann sind wirklich die Menschen gekommen. Zu ihm raus an den Jordan, zur Zeit von der Umkehr und Buße. Aufgrund dieser Hoffnung auf das neue Reich und Wirken Gottes haben sie sich taufen lassen. Und unter ihnen war schon der, auf den alle gewartet haben, Jesus. Und so ist es bis heute. Der Advent ist eine Rückbesinnung auf unser eigentliches Fundament. Auf das, worauf wir wirklich unsere Hoffnung setzen. Ist der Herrgott und sein Gebot das Fundament unseres Volkes oder ist es nur wie der Bäder sie auf der Suppen? Dass das Ganze einen guten Geschmack hat und vielleicht, dass er halt alles zusammenhält, dass alles gut geht. Aber nicht mein, sondern nicht dein, sondern mein Wille geschehe. Und das ist die Entscheidung, die im Grunde genommen jede Generation, jedes Volk immer wieder neu treffen muss. Daher drängt sich nicht auf. Denn wer sagt, ja, wenn ihr das auch nicht probieren wollt, dann probiert es auch. Ich ziehe mich zurück. Es geht mir oft billiger, aber manche müssen es auf die harte Tour lernen, was sie vorher nicht einsehen. Jesus ladet uns ein, wirklich für ihn die Wege bereit zu machen, dass wir wirklich ihn in die Mitte unseres Lebens und unserer Herzen stellen, dass wir ihn wirklich lieben und wirklich ihm dienen und auf seinen Wegen gehen. Dass er unsere Hoffnung ist für alles, für hier
auf Erden und dann auch in Ewigkeit. Das ist ein wichtiges Fundament, damit wir uns auch wirklich auf den Advent vorbereiten. Amen. Vergelt's Gott.